Moin, heute sind wir in der St. Johannes Kinder- und Jugendhilfe und Fabian Genz ist hier nicht nur seit 5 Jahren beschäftigt, sondern ist auch ehrenamtlich tätig beim Technischen Hilfswerk und quasi auf Abruf bereit auch im Einsatz. Genau, so wie bei, zum Beispiel vor 2 Wochen, als ich auf Mittwochmorgen um 10 Uhr angerufen worden bin und gefragt wurde, ob ich nicht in Einsatz könnte, um 12 Uhr würde es losgehen. Ja, woraufhin ich dann hier auf der Arbeit angerufen habe und mir es die Kollegen irgendwie ermöglicht haben, dass ich dann 5 Tage wegbleibe, obwohl ich am Wochenende hätte arbeiten müssen. Es ist ja genauso, wie es das Jahr über auch läuft, wenn es darum geht, an Übungen und Ausbildungen teilzunehmen und wo wir dann gemeinsam gucken, wie kriegen wir es mit dem Dienstplan hin, wie kriegen wir es trotz Urlaub der anderen Kollegen hin, dass ich doch dann irgendwie dran teilnehmen kann an Übungen, Ausbildungen und Lehrgängen. Warum ist denn das so wichtig, dieses ehrenamtliche Engagement, was ja zusätzlich zur Arbeit auch irgendwie eine Belastung ist? Genau, natürlich ist es eine Belastung, ja, nicht nur für einen selber, sondern eben auch für Familie und auch gerade für Kollegen. Aber es ist einfach wichtig, dass man sich in der Gesellschaft einfach engagiert. Das ist eine Katastrophenschutzeinheit und ich kann eben nicht ja, 40.000 Kräfte hauptberuflich damit beschäftigen, dass sie auf Abruf darauf warten, dass irgendwann was passiert und dann passiert vielleicht mal ein Jahr lang nichts. Und deswegen ist es so wichtig, dass man dann auch Kräfte hat, die sich da ehrenamtlich engagieren und dann das notwendige Know-how haben, um dann entsprechend mit anpacken zu können. Nächstenliebe Made in Bremen, caritas-bremen-100.de.